Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Walking Dead, wo wir uns durch die Zombies schleichen müssen. Was wahrscheinlich nicht so einfach sein wird, wenn wir das der kleinen Clem antun müssen. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen versuchen, so langsam und so unauffällig wie möglich hier durchzukommen. Blutli. Ich denke mal, wir dürfen sie nicht direkt rammen. Was ist? Oh nein. Ist das ihre Mutter? Hinsehen. Oh nein. Lee, wake up. Please don't be dead. Please no. Lee, I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. Ich weiß. They didn't get to you, right? No. We got away. They're dead, for sure. Lee sieht gar nicht gut aus. Er wird sich wohl doch verwandeln, wie es aussieht. We have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Lee will nicht mit Clem hier alleine sein. Das kann man verstehen, wenn er sich verwandelt. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Two. Komm schon. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Tut mir leid. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Be a way out over there. Good, good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Wir werden uns wohl dann doch verwandeln in einen Zombie. Der Arm wurde zu spät abgetrennt. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Das konntest du nicht wissen. No. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Get up, Lee. The door is right here.
Komm schon, hier ein letztes Mal, gib dir Mühe. Halte noch durch. Clem. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Komm schon, Lee. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? Du musst von hier verschwinden. You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Wir reden mit ihr. We'll get you in there. Don't worry. You are doing good. Ein Stuhl. There's a chair over there. Was haben wir hier vorne? Ein Baseballschläger. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Und dann auf den Stuhl. There's a chair over there. Vielleicht sollte sie auf den Stuhl gehen. The way out's through there, Clem. I know. Können wir sonst noch mit irgendwas interagieren? Nein, dann müssen wir sie mit dem Baseballschläger durch die Tür. So you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Jetzt den Stuhl nehmen und rübergreifen. Use it to reach in to the lock. Können wir mit dir reden? Don't be scared of the walker. You'll be fine. Open it. He's trapped. This'll be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. There's keys. And a gun. You're gonna need both of those. Sie kann die Handschellen nehmen. It's on the ground. Get them. Okay, Lee. Sie muss mich anketten. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with him now. Trapped over there. If you're careful, you'll get what you need from him. The keys, and then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Versuch, an die Pistole zu kommen. Always the gun. Nein. Get him! Run, Clem!
Was nun? Wir können nichts machen. Watch out! Kill it! You have to kill it! No! Prima, Clem. Good job. Hey. Du bist hier nicht You're sicher. Not safe. Not till you're away from me if I turn. No, you can't. You can't do that. Trust me, Clem. I don't want to. I'm trying. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Du musst mich erschießen. Sie muss schwere Entscheidungen treffen können. Lee, no. It's okay. It's okay, Clem. I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. Sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. You can do it. I know you can. Okay, Lee. I can do it. I can. Finde Omid und Krista. Find Omid and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. And Clem. Immer schön die Haare schneiden. That hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also, what? What is it? No, don't worry. All right. Hab keine Angst. Don't be afraid. Was für eine emotionale Geschichte am Ende. Diese Ereignisse, die einen sehr bewegen. The Walking Dead.
Eine Telltale Game Produktion, basierend auf dem Comicbuch von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlai. Ja, ein sehr, sehr emotionales Ende. Eine wirklich krasse Geschichte, das Ganze. Von der ersten Episode bis zur fünften. Und hier sehen wir nochmal die Sachen, die wir gelöst haben, wie vielleicht andere Spiele auch. Verzweiflung, Lees Arm entfernt, du und 68 der Spieler haben sich dafür entschieden. Konsequenzen, Beherrschung verloren, du und 46 der Spieler haben ihre Beherrschung verloren. Entwaffnung, Waffe aufgegeben, du und 30% der Spieler haben nach der haben nach etwas gegriffen. Fremder, Clementines Entführer getötet, du und 90% der Spieler haben den Fremden getötet. Abschied, Lees Verwandlung gestoppt, du und 95% der Spieler haben Lee nicht verwandeln lassen. Sehr, sehr emotional das Ganze. Und hier sieht man nochmal die Zusammenfassung. Du hast deinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast ihm das Gewissen geredet. Du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun muss. Er starb beim Versuch, Krista zu retten. Die Geschichte der einzelnen Hauptcharaktere. Du wolltest ihr im Hotel etwas zu essen geben. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Du hast Lily zurückgehalten, als Kenny ihn in den Kopf einschlug. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Du warst auf der Seite, als Dinge verschwanden, also auf ihrer Seite von Lily. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Omid, du hast ihm geholfen, auf den Zug zu kommen. Du ließt ihn vor Crawford in Clementines Abhut. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Und hier die Geschichte von Ben. Du hast Ben verteidigt, als er des Diebstahls beschuldigt wurde. Du warst dafür, Ben aus der Gruppe zu werfen. Du ließ Ben vom Glockenturm stürzen. Und jetzt zu Carly. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lily getötet. Du hast ihr zugestimmt, den anderen vor der Vergangenheit zu erzählen. Und hier von Krista, du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Du hast ihr dein Biss gezeigt. Du hast ihr und Omid gesagt, sie soll ein Boot finden. Und der andere, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich glaube, Duck hieß er. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Drogerie angriffen. Und hier Kennys Sohn Duck. Du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich wandeln konnte. The Walking Dead, die Zeit wird knapp. Das Ende der fünften Episode. Eine sehr, sehr emotionale Episode, wie ich sagen muss. Sie ging einen sehr, sehr nah. Wenn man sich ins Spiel vertieft, dann geht die einem schon nah. Und leider musste Lee am Ende sterben. Und wir wissen nicht, ob Clementine es schaffen wird, Omid und Krista zu finden. Wir werden es erfahren. In der vielleicht zweiten Episode, das ist erstmal in der zweiten Season so rum. Das war jetzt erstmal die letzte Episode von Season 1. Wir sehen uns wieder in dem DLC, in der Erweiterung 400 Tage von The Walking Dead. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne Kommentare unter dem Video schreiben. Und wir sehen uns dann in der Erweiterung wieder. Bis dahin. Tschüss.